Okay, weiter geht's. Erneut. Ich wollte jetzt erstmal den Hammer wegbringen. Denn die Hammer-Time ist rum. Das heißt, muss jetzt nochmal ganz runter in den Keller. Nur um den blöden Hammer wegzubringen. Weil das einzige Lager ist. Aber dadurch, dass jetzt doch ein paar Sachen vermutlich passieren könnten, die nicht ganz so safe sind, will ich den lieber mal weglegen, weil sonst die Spawner, vermute ich, denke ich mal, das wäre nicht ganz so schön. Für alle, die jetzt beim Stream wieder einschalten oder für die, die das Let's Play vorher geguckt haben und gerade weiter gucken, den letzten Teil hätte ich tatsächlich noch nachmittags gespielt, wo es noch etwas heller war. Mittlerweile ist, ja, jetzt ist schon bald 7:30. Ja, ich habe das Licht an. Also ich spiele nicht in völliger Dunkelheit. Ich habe zwar früher viele Horrorspiele gespielt, aber ich glaube, so weit bin ich dann doch noch nicht wieder. Warum ist denn hier schon wieder? Das scheint ordnungsgemäß zu funktionieren, da bin ich aber beruhigt. F. So. Und bitte jetzt die 2 Meter, die ich hier laufen will, mich in Ruhe lassen. Danke. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass das hier gerade der einzige Ausgang zu sein scheint, um aus dem Keller wieder nach oben zu kommen. Warum nicht einfach den Weg benutzen kann, ist mir ein bisschen unverständlich. Vermutlich, dass man sich erstmal einmal trauen muss, hier runter zu springen oder so. Aber, naja. Hallo Dolores. Bringt ja dein Kind schon bald. Bring me my child. Ja, mein Schatz. Bald, mein Schatz. So. Ich wollte jetzt als erstes schauen. Ne, erst gucken wir mal, was hier drin ist, weil da war vorher was, was ein bisschen. Es ist wieder weg. Na Gott sei Dank. Dann wollten wir nach oben gucken. Also eigentlich wollten wir überhaupt nicht, aber. Aber in diesem. Ach so, ja, weil das hier unten drunter ist. Das sind nämlich diese paar Bilder, die ich da irgendwie sortieren muss. Die aus irgendeinem Grund immer wieder triggern, wenn ich drüber laufe. Ich möchte raus! So, ich lehne mich sicher. War der Spiegel schon immer kaputt? Oh, da sind noch ein paar Tabletten. Gut zu wissen. Also im Moment habe ich noch genug, glaube ich. Okay. Vorsichtig in die Stadt. Ich bin ganz vorsichtig, was ist hier? Nichts? Sicher? Da ist noch ein Spiegel. Ich habe gerade den Hammer weg. Ich raste aus. Och Mann! Scheiße! Verdammt! Kacke! Große, große Kacke! Alter! Mussten wir noch irgendwas tun? Ich weiß es gerade überhaupt nicht mehr. Warte mal. Wo komme ich hin? Wenn ich jetzt ins Kinderzimmer gehe und dann in diesen Raum. Ach so, warte mal, ich habe noch eine Kassette. Eine Kassettchen. Dolores now has moments of severe psychosis. She loses contact with reality for long periods of time. She hardly remembers me anymore. She's lost her trust in me and it's becoming harder and harder to administer her treatments. She sometimes forgets where she is or even the fact that she has to wear clothes. She keeps on scratching her nails or banging her head on doors. She murmurs gibberish sentences and roams aimlessly around the house. The other day she even accused me of trying to poison her. I'm on the edge. I don't think I can take much more of this.
How am I supposed to work, take care of the baby and deal with her dementia all at the same time? Ja, verständlich. Ich weiß nicht, warum ich das hier reinlegen kann, weil ich meine, wichtige, die verliere ich doch eh nicht, oder? Warte mal, was war denn das hier eigentlich nochmal? Das war... Danke. Naja, dann halt nicht. Ich glaube, das war der Garagenschlüssel. Gucken wir doch jetzt mal ganz vorsichtig ins Kinderzimmer rein. Ich will eigentlich nicht. Ich will eigentlich nicht. Also Kinderzimmer. Ich hasse auch vor allem diesen Bären. Ich hasse diese Puppen. Ich will nicht. Ah! Okay, das geht jetzt halt nicht mehr. Das ist auch gut. Guck mich nicht so an, du Bär. Guck mich nicht an. Wenn ich ihn nicht angucke, ist er nicht da. Mach die Tür wieder zu. Also ich schlaf's. Oh, oh! 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 Nein! Lass mich! Mach die Tür zu! Ah! Oh, Alter! Was soll man denn da auch machen? Mann! Du bist ja für Untergang geweiht. Kann ich hier auch ein Kruzifix legen, bitte? Funktioniert doch auch in Phasmophobia. Boah. Okay, da drin ist ein Spiegel. Was hat man denn noch zu tun? Nichts? Oder? Ich habe einen Hammer wieder. Das ist jetzt natürlich gut, dass er das nicht gespeichert hat. Aber wir machen jetzt erstmal ganz fix den hier. Okay, da sind noch ein paar drin. Das Problematische in Anführungszeichen an der Sache ist, dass dieses Event jetzt nicht getriggert wurde, als ich hier wieder rauskam. Das heißt, das wird jetzt gleich wahrscheinlich nochmal passieren. Wetten, 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 oder? Nee, Gott sei Dank. Schatz, was ist los? Nee, das bin ich. Was ist denn das eigentlich für ein Raum? Infusionsbeutel. Kann ich den noch weiter angucken? Eines der Messer scheint zu fehlen. Nee. Gucken wir doch mal ganz vorsichtig hier vor. Ist das eine Tür? Ist das eine Tür? Nein, es ist eine Tür. Warum muss es eine Tür sein? Ah ja. Kein Hinweis drauf, welcher Schlüssel hier passt. Ganz vorsichtig. Muss ich doch noch mal kurz gucken. Das war doch der Garagenschlüssel, oder? Ja. Lagern. Jetzt wiederum bin ich ein bisschen ratlos. Warte, wir haben das Ding noch. Stand hier irgendwo ein Mobile oder sowas? Ja. Also, das Ding höre ich mir jetzt nicht nochmal an. Stecke ich erstmal hier rein. Wenn ich jetzt das hier dranhänge, passiert irgendwas ganz Schlimmes. Oder ich brauche alle. Das kann natürlich auch sein.
Ist immer noch nicht. Na gut, ich meine, was will ich auch anfangen mit den Zahlen? Was? Übersprungene Frames erkannt? Nee, nee, nee. Das ist das Basis, die Basisstation eines Babyphones. Ach, mach keinen Scheiß. Warte mal, konnte man nicht irgendwie die Hand wechseln? Okay, ich kann es nicht in die linke Hand nehmen, wenn ich den Hammer. Können wir das mal bitte kurz fallen lassen? Okay, es bringt tatsächlich nichts. Ja. 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 Geht das auch mal wieder weg? Okay, dann lauf mich nicht hin. Ja, ehrlich gesagt finde ich dieses Schlafzimmer hier doch irgendwie ganz sympathisch. Also, ich habe noch einen Garagenschlüssel, aber ich habe doch in der Garage schon alles aufgeschlossen. Ich habe, achso, das ist um den Dachboden aufzumachen. Und ich habe eine Infusion. Glycin, was soll ich denn jetzt mit einer Infusion? Bin ein bisschen ratlos. Lass mal kurz nachdenken. Wir haben ihr den Tee gegeben. Ach ja, wir haben doch noch einen Gang, wo wir langlaufen müssen. Das heißt, ich bringe jetzt doch fix mal den Hammer. Pass mal auf, ich nehme jetzt den Scheißhammer einfach mit. Das ist mir jetzt einfach zu doof hier. Ich nehme jetzt den Hammer erstmal mit. Also erstmal machen wir da drin das Schlafzimmer wieder an. Bitte lass mich in Ruhe, bitte lass mich in Ruhe, bitte lass mich in Ruhe. Bitte mach nichts. So, dann gucken wir mal, wo es hier hingeht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Dass hier aber auch gleich wieder so eine Mucke starten muss, ne? Alles ist gut, alles wird gut. Mir ist ein bisschen warm schon wieder. Moment. Okay, okay, okay. Nichts kann passieren. Alles wird gut. Alles ist in Ordnung. Es sind überall solche Babyphone-Dinger. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay. Das ist doch immer noch der normale Ausgang ins Bad, oder? Warum ist das so fucking dunkel? Auf ein neues. Diesmal laufen wir auch nach links. Ich muss ja nicht hingucken. Ich muss ja nicht hingucken. Hier passiert auch nichts. Jetzt laufen wir nochmal nach rechts. Hä? Scheiße.
kann das anschalten? Ich will das nicht anschalten. Leg das wieder weg. Hat die Uhr da oben vielleicht irgendwas zu sagen? Nö, gar nichts. Nicht mal die Zeit. Good job. Warte mal. Okay, wir haben eine Audiokassette, das reicht erstmal in diesem Raum. Mehr brauche ich doch hier nicht, oder? Wir gehen einfach mal wieder raus. Ist alles in Ordnung, wir müssen eigentlich gar nicht hier sein. Renne jetzt einfach ganz schnell darüber, ich will nichts anderes sehen, ich gucke nirgends anders hin. Zu. I now fear for the baby. She has become obsessed with him. She says she can always hear him cry over the baby monitor, even when it's off. She has trouble differentiating him from the dolls in the house. Once she threw a doll away, realizing it wasn't the baby. She might do the same to the baby, thinking she's holding a doll. I've got rid of all the dolls in the house, and now she keeps on calling him, never remembering where he is. I have to keep a constant eye on both of them. The only time I can get some work done is when she's sedated. Ich habe eine Idee. Feels like a nightmare. Ich habe eine Idee. Ich habe dumme Vermutung. Ja, nee, das wäre aber eigentlich zu einfach. Dass es reicht, wenn ich jetzt... Vielleicht kann ich im Schlaf, im Kinderzimmer irgendeine Puppe aufnehmen und die ihr geben. Aber das macht halt keinen Sinn. Ich muss immer noch für irgendwas diesen... dieses Brecheisen benutzen. Aber für was? Wir gucken jetzt nochmal. Ich gucke jetzt nochmal. Vollen Mutes. Nachdem ich gespeichert habe. Ins Kinderzimmer, bitte. Nein. Lasst mich alle in Ruhe. Achso, es regnet. Und wofür ist diese blöde Infusion? La 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 la. La 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 la. Warum hab ich keine Kerzen dabei? Bum, bum. Ist hier irgendeine Puppe, die aussieht? Zum Beispiel die hier. Nein, ich gehe da nicht rein. Was ist mit dir los? Ich hab genau gesehen, dass du mich angeguckt hast, du gruseliger Bär. Bim bom, bim bom. Ich mag dieses Zimmer nicht. Ach, Digga. Das ist nicht schön. Es ist nicht schön, dieses Spiel. Ich mag dieses Spiel nicht. Es ist so gut, dieses Spiel. Ich hasse es. Es ist schrecklich. Warte mal, wo ging's denn? Wo ging's denn da hinten nochmal rein?
weiß es überhaupt nicht mehr. Ach, da war dieses eine Rätsel. So, da die alte mich... Warte mal, wir gucken jetzt mal nochmal fix hier rein. Weil ich immer noch einen Garagenschlüssel habe. Nee. Hier kann eigentlich nichts mehr sein. Ich will nicht mehr. Lasst mich alle in Ruhe. Geh jetzt in diesen Raum rein hier. Ich glaube, da ist es. Ich weiß, das ist absurd, aber ich glaube tatsächlich, hier ist es sicher. Obwohl, die Musik lässt eigentlich was anderes verraten. Vielleicht sollte ich doch erstmal durchgehen und mich im Lagerraum verstecken. Das ist vermutlich eine gute Idee. Ging irgendwie jetzt nicht so richtig vorwärts. Ich weiß nicht so ganz, was ich machen soll. Kann ich mit dem Brecheisen? Vielleicht kann ich damit diese Boiler-Elektroraum-Tür hier aufbrechen oder was auch immer das da war. Ja. Weil hier links. Wobei, das macht eigentlich keinen Sinn. Es steht ja extra, dass ich da einen Schlüssel brauche. Das würde keinen Sinn machen. Ja, aber wo denn dann? Also... Was mache ich mit dem Brecheisen? Warte mal, da vorne? Hier waren doch Kerzen noch. Gib mal her so ein Teil. Wir zünden jetzt mal im Lagerraum eine Kerze an, damit ich mal sehe, ob da hinten irgendwas ist. Ich meine, der Teller hier wird ja nicht aus Spaß da sein. Stell das doch bitte dahin. Stimmt, hier habe ich mich auch noch nicht umgeguckt. Noch ein Spiegel, na ganz... Ah, Mann, überall diese Puppen, Alter. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es hier drin teilweise sicherer ist als woanders. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt... dieses Spiel doch nochmal ausmachen muss, um Phasmophobia oder so zu spielen, weil gerade ich weiß zumal eigentlich, wie es weitergeht und ich habe gerade nicht so die Lust, so random irgendwie durchs Haus zu hören.